Herzlich willkommen im September. Das Wetter ist so einladend gerade, dass wir den Spätsommer genießen können, die frische Luft atmen können. Ich gehe immer noch im See baden und hatte einen wunderschönen Morgen heute, wo der Nebel, der Dampf aus dem Wasser kommt. Das Wasser noch warm ist draußen, es aber schon kühl ist. Also ich hoffe, du genießt die Zeit und wir werden jetzt gemeinsam in das Monatsangebot von Young Living schauen. Vorab ein paar Informationen. Young Living hat uns zugesagt, dass Ende nächster Woche, also Ende September, hoffentlich Ningxiang Nitro wieder verfügbar ist. Immer mit Vorbehalt, immer, man weiß nicht, was dazwischen kommt. Aber wenn du Ningxiang Nitro magst, das ist dieses kleine Getränk zusätzlich zum Ningxiang Red, dann schau rein, ob du es und wann du es wiederfindest zum Bestellen im virtuellen Büro. Und ab September bis zum 31. Oktober gibt es noch einen extra Herbstkatalog. Da sind viele Zusammenstellungen, die dann 10 oder 15% günstiger sind. Einige Produkte, die es nur jetzt gibt, wie diese Vanilla-Mint-Cremes beispielsweise. Oder einfach ein Geschenk zu einem Öl oder verschiedenen Ölen. Es lohnt sich, dort reinzuschauen. Das ist so umfangreich, dass ich wahrscheinlich noch mein extra Video dazu mache, aber dass ich das jetzt hier nicht mit in dem Video habe. Aber wir beginnen jetzt. Im September 2023 bekommst du wieder Öle. Ich habe es hier mal ausgedruckt. Als Geschenk, wenn du bestellst über einen bestimmten Bestellwert. Bei 120 PV im monatlichen Essential Rewards Programm sind das 5 Milliliter Endoflex. Vielleicht kennst du schon den Young Living Spirit zu Endoflex, wo ich zeige, wie wir dieses Öl anwenden können. Zu dem Öl hat Gary Young sehr viel erzählt, weil das eben ein wichtiges Thema ist und ein globales Thema, dass wir aus der Balance sind. Und das hat ganz viele verschiedene Gründe. Was dabei ein Schlüsselelement in unserem Körper ist, ist tatsächlich das Hormonsystem. Endo, woher kommt der Name? Also du kennst ja die Juva-Flex-Reihe. Alles, was mit Juva ist, bezieht sich auf die Leber. Das Endo steht hier tatsächlich für endokrine Drüsen. Natürlich ist es so, dass wir immer über das Gleichgewicht und die Gesundheit sprechen. Aber da ist genau der Ansatzpunkt, uns in die Balance zu bringen. Und ein Schlüssel für unsere hormonelle Balance ist unsere Schilddrüse. Und das ist physisch und auch energetisch sehr wichtig, weil wir hier sowohl ein Steuerzentrum haben für die ganzen anderen endokrinen Drüsen, also für die Fortpflanzungsdrüsen, Bauchspeicheldrüse und so weiter. Das heißt, von der Schilddrüse aus werden ganz viele Prozesse im Körper gesteuert und diese wird aber auch von Hypophyse, Hypothalamus angesprochen, von den Hormonen dort. Also die Hormone sind wirklich ein sehr, sehr umfangreiches Thema. Ganz viele Menschen haben mit Energieproblemen oder mit der Schwankung von Überaktivität, Unteraktivität, also Mangel mit Stoffwechselproblemen zu tun. Und ganz häufig geht dann die Person zum Arzt, kriegt die Diagnose Schilddrüsenproblem, Überfunktion, Unterfunktion, Hashimoto und ist den Rest des Lebens auf Tabletten angewiesen, die das ausgleichen sollen. Und dabei ist auch noch eine wichtige Information, oft wird das T3 gegeben, dieses muss aber noch in das T4 umgewandelt werden. Und dafür brauchen wir bestimmte, zum Beispiel das Coenzym Q10, um das zu verstoffwechseln. Und teilweise kann das gar nicht im Körper stattfinden und werden dann die Hormone ganz lange genommen und es bringt nicht mal was im System. Wie kommt es, dass wir so viele Themen in diesem Halsbereich haben? Das ist zum einen die Ernährung. Ein wichtiges Thema, wo du dir Gutes tun kannst, ist, dass du nicht dieses normal verarbeitete, jodierte Salz zu dir nimmst, sondern dass du gutes Meersalz, gutes Steinsalz, ich selbst verwende gerne das Himalaya-Salz aus Pakistan,
dass du das verwendest, was nicht denaturiert ist, also nicht irgendwie synthetisch verändert, wo nicht synthetisch Jod dazu gefügt ist, sondern wo komplett die Mineralstoffe aus dem Berg oder aus dem Meer oder aus der Tiefe enthalten sind, die uns auch mit Mineralstoffen versorgen, aber nicht mit künstlich hinzugefügten. Allein damit kannst du dir was Gutes tun. Dann auch das Fluorid zum Beispiel in Zahnpasten, auch das geht ans Gehirn, geht an die Schilddrüse. Auch das können wir vermeiden. Wir haben ja jetzt sogar die Dentarum-Zahnpaste bei Young Living wieder verfügbar, wie ich das im letzten Monatsvideo auch erklärt habe. Dann geht es um die Mehlprodukte. Wenn du normales Weißmehl viel zu dir nimmst und dann noch kombiniert mit Zucker, entstehen Entzündungen und Löcher in der Darmwand, durch die die Stoffe ins Blut gelangen, die unser Körper sonst nicht aufnehmen würde. Diese werden dann bekämpft und die bekämpfenden Stoffe bekämpfen gleichzeitig unsere Schilddrüse. Also es gibt viele Kreisläufe, die das verursachen und das hat ganz viel mit Ernährung, mit der Ernährung zu tun. Dazu kommen aber auch noch emotionale Erfahrungen, dass wir hier in dem Bereich unseren Ausdruck und unsere Kreativität haben. Von den Chakren her sagt man eben auch das Kreativitätschakra. Und viele Menschen haben den sogenannten Frosch im Hals oder Kloß im Hals sitzen, dass sie sich nicht trauen, das, was wirklich in einem ist, in Worte zu fassen oder dass man es nicht hinbekommt, sich auszudrücken und etwas blockiert ist. Teilweise durch Traumata hervorgerufen, durch Konditionierungen. Das kann sehr verschieden sein, durch uralte Themen, die da sitzen. Und auch das bedingt sich natürlich, weil wir sind die verschiedenen Ebenen. Wir sind der Körper, wir sind die Gefühle, wir sind das, was energetisch dahinter steckt. Und um da in die Balance zu kommen, kannst du mit der Ernährung sehr viel machen. Und du kannst auch mit dem Endoflex experimentieren, dass es dich ausgleichend begleitet. Dazu wendest du das auf den Halsbereich an. Du verwendest 2 bis 4 Tropfen, mindestens 2-mal oder auch 3-mal täglich. Trägst die vorne auf den Hals, hinten auf den Hals auf und auch auf den Rückenbereich, auf die Nebennieren. Dort haben wir auch wichtige Drüsen, die den Körper regulieren. Das ist die Standardanwendung. Detaillierter findest du die verlinkt unter dem Video in dem Young Living Spirit zum Endoflex. Und probier das über 2-3 Wochen aus und beobachte, wie es deinem Energiehaushalt geht. Wie fühlst du dich über den Tag verteilt, vielleicht dann auch noch mit entsprechend Anpassungen von der Ernährung? Tut das etwas? Gibt es dir vielleicht Energie, wo du ein Energieloch hast oder ist es ausbalancierend? Das Tolle ist, dass du beim Endoflex eins der besten Beispiele für die sogenannten Adaptogene hast. Das Endoflex gleicht aus. Also du kannst gar nicht sagen, du darfst es nur verwenden, wenn du zu viel oder zu wenig hast, sondern es hat immer die Antagonisten, sodass der Körper sich das nehmen kann, was er braucht. Die Myrte zum Beispiel gleicht hier den Halsbereich aus. Dann haben wir die grüne Minze, die unter anderem den Fettstoffwechsel reguliert, die Bauchspeicheldrüse positiv schmeichelt. Wir haben Muskatnuss. Muskatnussöl ist sehr gut für die Energieversorgung über die Nebennierenrinde. Die deutsche oder echte Kamille, die auch reinigend und ausgleichend ist. Das einfach nur als Beispiel. Geranie ist noch mit drin und Salbei. Salbei, was auch die Fortpflanzungsorgane reguliert. Und Geranie auch gut für den Ausgleich von Leber, von Eierstöcken und so weiter. Letztendlich geht es darum, dass du spürst, wie es sich anfühlt. Es riecht sehr nach der grünen Minze, nach diesem Kaugummi-Geschmack. Für manche ist das zum Reinsetzen und drin baden, für andere ist es am Anfang echt abschreckend, weil das einfach zu intensiv ist oder unangenehme Erinnerungen mit verbunden sind. Es wirkt unglaublich toll.
Ich habe ein Teammitglied, eine Freundin, sie hat das ausgetestet mit einem Tensor, glaube ich, und hat dann in einer Kapsel mit einem Mal, ich glaube, 15 Tropfen oder 20 Tropfen genommen. Und das hat bei ihr wirklich magisch gewirkt. Sie hat, also das ist sowas, so eine Erfahrung, die vergisst man nicht. Gerade dieses individuell ausgetestete, wo sie gespürt hat, wow, das hat gerade so eine neue Balance und so ein neues Energiegleichgewicht gebracht. Und bei ihr war das tatsächlich bei einer einmaligen Anwendung, wo sie gemerkt hat, das hat jetzt irgendetwas neu in meinem System stimuliert. Mein Tipp aber, probier das langfristig mit dieser äußeren Anwendung und berichte gerne, ob sich da etwas tut, inwiefern sich was bei dir verändert. Wir kommen zum nächsten Öl, Sara. S-A-R-A, eine Ölmischung, die es geschenkt bekommt, wenn du für 190 PV bestellst. Und vielleicht hast du schon den Young Living Spirit, der jetzt neu erschienen ist, gestern, und auch die Meditation dazu gesehen. Und ich möchte hier tiefer eingehen, warum das Öl, wie funktioniert, wofür das Öl ist. Sara ist neben Trauma Life eine emotionale Ölmischung, die uns unterstützt, Traumata zu begleiten, insbesondere Themen des Missbrauchs. Und Missbrauch können wir sehr vielfältig sehen und vielfältig wahrnehmen. Also natürlich den klassischen Missbrauch, wo wir wirklich sexuell wo Grenzen überschritten wurden. Aber es gibt auch andere Arten von Missbrauch, zum Beispiel im spirituellen, religiösen Rahmen, wo Grenzen überschritten wurden. Da empfiehlt Gary, das Öl auf den Scheitel beispielsweise aufzutragen. Oder einfach, dass wir das Gefühl haben, eine Person ist uns zu nahe gekommen, auch wenn es nicht diese körperliche Nähe ist, also ne, nicht ins Sexuelle geht, aber trotzdem zu nahe gekommen. Auch diese Erfahrung kann man machen. Oder allgemein das Gefühl, physisch, emotional, dass man ausgelaugt, missbraucht, Grenzen überschritten wurden und dadurch Verletzungen, sichtbare oder nicht sichtbare, davongetragen wurden. Dafür ist das Sara da und es ist ganz liebevoll und sanft umhüllend, behütend, damit diese sehr delikaten und intimen Verletzungen richtig liebevoll geheilt werden können. Was enthält das Öl Sara? Welche einzelnen Bestandteile? Zum einen Blütenöle. Ylang Ylang. Ylang Ylang bringt immer ins Gleichgewicht und löst auch Störungen und Stress auf. Die können befreit werden. Die Körperhälften, auch die Gehirnhemisphären werden ausgeglichen. Und auch die Anbindung nach oben, also zur Kreativität, zur eigenen Quelle, die werden gefördert. Und damit verbunden entsteht auch ein tieferes Gefühl von Vertrauen. Vertrauen, Verbundenheit, die ja total wichtig sind, damit wir uns geborgen und sicher fühlen. Wir haben Geranie, auch liebevoll blütig duftend. Geranie ist sehr wertvoll, um negative Erfahrungen zu entlassen. Insbesondere, wenn sie auf den Leberbereich aufgetragen wird, kann sie dort festsetzende Gefühle befreien, liebevoll und sanft. Aber auch im Unterbewusstsein kann Geranie Themen befreien und auflösen. Und Geranie ist immer auch ein Herzöffner, ein liebevoller, ja, es ist gut, es ist schön. Und mit Geranie ist auch noch Rose dabei, das mit höchst schwingendste Öl. Rose ist der Herzöffner schlechthin, diese Erlaubnis zu geben für die Liebe, für die höchste, rein schwingende Liebe. Und über diese Offenheit, Sanftheit und gleichzeitig Intensität die Verletzung aufzulösen und gegebenenfalls auch da, wo wir uns verschlossen haben, das wieder zu befreien. Wir haben Lavendel enthalten. Lavendel beruhigt, besänftigt. Lavendel hat emotional auch dieses Befreien von Gefühlen wie verlassen, im Stich gelassen worden zu sein, wieder in dieses Vertrauen zu kommen. Wir sind geborgen, wir sind gehalten.
Und es ist auch wichtig, wenn man eben Stress hat in einem Bereich, dass dieser entspannt werden kann, also da diese Anspannung loszulassen. Dann haben wir Zitrusöle, Orange, Grapefruit, Mandarine und Zitrone im Sara enthalten. Und Zitrusöle und gerade auch die Orange, die geben uns das lebensfrohe, freudige Gefühl zurück. Ja zu sagen zum Leben. Die Liebe, die Freude, die Leichtigkeit und Einfachheit zu genießen. Dann ist der blaue Rheinfarn enthalten, den kennst du aus dem Öl Valor. Der ist auch befreiend für den Leberbereich und der blaue Rheinfarn hat die auf seelischer Ebene diese Eigenschaft, uns unser eigenes Tempo zu erlauben und auch die Dosierung der Dinge, die für uns gut sind. Also über Druck und über Stress loszulassen, aber auch nicht in Lethargie zu fallen, sondern in diesen natürlichen Fluss, der uns gut tut. Es fördert auch, dass wir uns sicher fühlen in allem, was wir sind. Also, dass wir eine Art Kontrolle und Klarheit über unser Leben haben und über unser Sein haben. Dann ist Zedernholz enthalten. Zedernholz hat ja mit die meisten Sesquiterpene, die neu programmierend sind, die ursprüngliche Information in das Zellbewusstsein bringen. Und das braucht man natürlich in dem Fall. Wir haben dann noch, und das ist ganz besonders, dieses Öl gibt es nämlich nicht einzeln und ist total wertvoll, den weißen Lotus mit enthalten. Und der weiße Lotus kommt aus Ägypten. Die Ägypter, die haben ihn damals für alle Bereiche und alle Ebenen verwendet zur Heilung. Und Gary hat da recherchiert und geforscht. Bis 1995 gab es das nicht als destilliertes Öl. Er fuhr damals nach Ägypten und hat dort herausgefunden, beziehungsweise mit den Ägyptern zusammen, ein destilliertes, also dass die den weißen Lotus wirklich destilliert und nicht extrahiert und denaturiert, wie das für die Parfümindustrie gemacht wurde. Und das haben wir dort hier mit drin. Und Gary selbst hat in einer Aufnahme dazu gesagt, dass die Ägypter das wirklich als Öl Nummer 1 verwendet haben für körperliche, emotionale und spirituelle Heilung, dass der weiße Lotus hilft, den Geist, den Verstand auszugleichen, dass wir da in eine Balance kommen und dass er hilft, dass wir tiefsitzende Traumata befreien können, also dass wir wirklich tief in unser Unterbewusstsein gehen. Und egal, ob das jetzt physischer oder spiritueller oder emotionaler Missbrauch ist, dass das entlassen werden kann. Zusätzlich haben wir tatsächlich inzwischen auch die blaue Zypresse, Kaffernlimette, Jasmin, echte Kamille, grüne Minze und Okothea in dem Öl. Sehr umfangreich. Du hast jetzt schon mal so einen Einblick bekommen, welche Aspekte damit drin sind. Also das Lösen von den Zellinformationen, das liebevolle Umfangen, das Ja-Sagen zum Leben, aber auch das ganz tief ins Unterbewusstsein zu gehen. Und die Kombination duftet ganz liebevoll, süßlich und es geht ganz tief. Also wenn du riechst, es geht ganz, ganz tief bis hier hinten. Und natürlich in die Bereiche. Sara kannst du übrigens auch auf Schleimhäute auftragen. In dem Young Living Spirit 23, wie gesagt, den verlinke ich unter dem Video und am Ende des Videos fasse ich das nochmal kurz zusammen, auch wie du es anwenden kannst. Und dann hast du auch die Möglichkeit, mit der Meditation, die ich aufgenommen habe, in 21 Minuten durch die Anwendung für dich durchzugehen. Das heißt, damit dich hinzusetzen an einen ruhigen Ort, reinzuspüren, mit Valor zum Start. Das kommt aus dem erweiterten Feelings-Protokoll von Gary. Valor baut immer erst den Schutzraum auf, damit wir in einer gesicherten Atmosphäre transformative Prozesse erlauben können. Und Valor gleicht aus, Valor erdet. Die Empfehlung von Gary ist, wenn das intensiv ist und die Gefahr ist, dass wir da drin hängen bleiben in dieser Erfahrung, dass wir unbedingt Grounding, auf Deutsch erdverbunden heißt das Öl, mit dazu nehmen, zur Erdung unter die Füße. Dann kommt das Öl Sara und das trägst du da auf, wo du das Gefühl hast, da sind die verletzten Stellen. Das kann der Unterleib sein, das kann eben Scheitel und Krone sein,
Wenn du das hier spürst, dass es dir immer zugeschnürt ist, du kannst es, wie gesagt, auch sanft in den Intimbereich auftragen, vielleicht mit ein bisschen V6. Und da wirklich spüren, die Hände auflegen, wahrnehmen, loslassen, gehen lassen. Und danach kannst du zum Abschluss White Angelica verwenden. Gary hat in der Aufnahme gesagt, immer, also nicht nur kannst, sondern verwendet immer White Angelica zum Schutz danach. Und zwar auf 4 Punkten, links und rechts auf beide Schultern, auf das Brustbein und hinten in den Nacken. Dass das Ganze abgerundet ist und auch weiterhin gut geschützt und geführt. Das ist der tiefe Einblick in Sarah. Wir gehen weiter zu 250 PV. Du bekommst das Duschbad Morningstart dazu. Wenn du meine Videos verfolgst, weißt du, wie sehr ich von Morningstart schwärme. Und inzwischen muss ich sagen, ich mag auch Evening Peace. Ich habe auch das Dragon Time Duschbad total lieb gewonnen. Für mich sind die alle, obwohl ich normalerweise nur Seifenstücke verwende, gönne ich mir auch immer wieder das Duschgel, um mich damit frisch zu machen, zu waschen. Das Morningstart Dusch, wie heißt denn das Duschgel? Bath and Shower Gel. Duschgel. Das enthält Zitronengras, Wacholder, Rosmarin und Pfefferminze und ist total erfrischend, macht den Geist klar und frei. Ich dusche damit morgens und abends, das spielt für mich keine Rolle, aber dieser belebende Faktor ist da dabei und es ist für alle Sinne einfach total wohltuend. Ich freue mich immer, wenn es in der Aktion dabei ist, weil ich das dann sowieso dabei habe und ich verwende es regelmäßig. Dazu gibt es bei 250 PV auch das Öl Vetiver und dieses wollen wir auch mal detaillierter betrachten. Ich habe es hier tatsächlich in zwei Versionen für dich zum Zeigen. Es sind einfach nur 2x5 Milliliter. Dieses habe ich aber präpariert, da Vetiver zu einem der dickflüssigsten Öle gehört und sehr viel Geduld und Liebe erfordert, wenn du es aus diesem Fläschchen raustropfen lassen möchtest. Es gibt da die Möglichkeit, dass du den Roll-On-Aufsatz, die gibt es auch im 10er-Pack, glaube ich, zu bestellen oder im Starter-Set, dass du den auf die Flasche machst und dann kannst du das als Roll-On dosiert einfach auf den Körper, auf die Haut auftragen. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, wenn du das mit dem 5 Minuten Tropfen lassen nicht unbedingt in deinen Tagesablauf einplanen kannst, kannst du auch den Tropfer abnehmen. Das hatte ich bei der blauen Zypresse auch gezeigt. Und vorsichtig das wie Honig aus dem Fläschchen rausfließen lassen. Ja, was ist Vetiver? Vetiver ist ein Gras mit einer sehr, sehr tiefen Wurzel. Und diese Wurzel wird destilliert. Und wenn du das Öl riechst, wirst du auch riechen, dass es sehr erdig und sehr wurzelig riecht. Und da sind wir auch schon bei dem Schlüssel, was das Öl macht und wie es wirkt. Übrigens ein Öl mit, neben Zedernholz, mit den meisten Sesquiterpenen, ist gerade schon gefallen im Video, Sesquiterpene, die die richtige Zellprogrammierung fördern, die zur Ursprungszellprogrammierung zurückführen. Vetiver ist sehr, sehr erdend. Das heißt, du kannst es immer verwenden, wenn du im Stress bist, wenn du das Gefühl hast, du bist eher in den höheren Sphären, eher im Geist und kannst Ruhe, Erdung, Stabilität und Zentrierung brauchen. Auch wenn dein Leben sehr turbulent ist, du sehr viel hast und dich da so ein bisschen zerschreddert fühlst oder überfordert fühlst, bringt Vetiver dich zurück. Auf Seelenebene hilft es auch, überflüssige Programmierung loszulassen, richtig zu befreien und mehr in die Einfachheit zu kommen. In die Klarheit, in den Fokus, in die Einfachheit. Auch bei Menschen, die emotional überfordert sind, zu Ängsten neigen, zu depressiven Gefühlen, auch bei mangelndem Selbstvertrauen. Also so, wenn dieses Vertrauen, dieses Urvertrauen, das verloren ist, ist Vetiver einhüllend und liebevoll wieder stärkend, bringt in die eigene Kraft.
In dem Buch, was ich gerne zitiere, steht als Mantra zum Vetiver: Moment. Spür die Kraft, die in dir steckt. Und ich glaube, Erich Keller, der hat das sehr schön beschrieben. Vetiver balanciert das erste und das zweite. Also erste Chakra ist ja Verwurzelung und Erde und Erdung. Aber da, auch fürs zweite Chakra ist es sehr ausgleichend. Und dass es genauso physisch für den Bauchbereich sehr, sehr wohltun kann. Also, dass die Verdauung harmonisiert werden kann. Dass es für die Frauen auch durchaus zum Ausgleich gut ist. Mal als Kombination auch die Empfehlung, wenn wir das erste und zweite Chakra feinstofflich unterstützen wollen, können wir es gut mit Sandelholz und Zedernholz kombinieren. Dann hilft es sehr, um in die Entspannung zu kommen und Angst zu befreien. Auch für die Verbindung mit dem Körper und eben ein gutes, gesundes Körpergefühl ist Vetiver sehr, sehr gut. Auch wenn wir Stress, Spannungszustände bis Traumata haben, da sind wir wieder Richtung, was wir davor hatten, auch da kann Vetiver schön unterstützend sein. Vetiver stärkt dabei eben auch die Nerven, also unsere Nervenzentren. Und siehe da, Vetiver ist bei der Neuroauricular-Technik dabei. Viele haben den Kurs auch belegt zu der Neuroauricular-Technik, wo wir die Öle in den Nackenbereich auftragen, um unsere Nervenzentren wieder auszubalancieren, den Parasympathikus, die Entspannung zu fördern, alles wieder richtig zu regulieren, weil Vetiver viele Sesquiterpene hat, entspannend ist und ausgleichend ist. Und gleichzeitig noch für den Körper vielleicht ist es auch schützend. Es ist in Amerika in der Nahrungsergänzung Parafree mit dabei. Parafree heißt parasitenfrei. Und es ist auch gut für die Haut und für die Gelenke. Vielleicht kennst du das, manche haben so etwas dick werdende Gelenke, die sich auch, ja, die nicht ganz so mobil sind und die manchmal auch ein bisschen schmerzhaft sind. Da kann man Vetiver toll in Ölmischung dazu geben, zum Beispiel mit Copaiba, mit Wintergrün, sofern es wieder da ist. Aber da gibt es auch Prognosen für Ende des Jahres. Drücken wir mal die Daumen, nicht für die Mischung, nur für das Einzelöl Wintergrün. Und Palo Santo ist das und die Eukalyptusöle. Da kann man sich sehr schöne Mischungen machen. Vetiver ist auch original, was wir jetzt nicht bekommen, im Deep Relief mit enthalten und auch im Ortho East. Die haben wir jetzt gerade beide nicht, aber da ist es mit drin, falls du eigene Mischungen machen möchtest. Auch im Thieves Mundwasser, also zur Reinigung und Mundhygiene und in sehr, sehr vielen Ölmischungen. Zum Beispiel für den Geist, das Genius-Öl von den Kidsense, Highest Potential Gathering, Exodus 2, Inspiration, Daily Divine, Chivalry, Egyptian Gold, Humility, Peace and Calming 2, One Voice, The Gift. Sehr, sehr viele Mischungen, die uns in unsere Klarheit und in unsere Kraft bringen. Das ist das Vetiveröl. Ich habe noch Rezepte für dich. Ein Rezept ist der sogenannte Fokusroller, der insbesondere für unruhige Kinder ganz toll ist. Vielleicht kennst du die Kinder, die sich in der Schule nicht so konzentrieren können, vielleicht auch ein bisschen verhaltensauffällig sind. Probier das da mal aus. Im gleichen Verhältnis von jedem 20 Tropfen Vetiver, Lavendel und Zedernholz. Sehr einfach. Vetiver, Lavendel und Zedernholz. Jeweils 20 Tropfen gibst du in ein leeres 15 ml Fläschchen oder auch einen 10 ml Roll-On. Aber du kannst einfach ein leeres 15 ml Fläschchen nehmen, füllst das mit dem neutralen Öl V6 auf und tust einen Roll-On-Aufsatz, wie ich das hier gerade gezeigt habe, darauf. Und den kann der Schüler, die Schülerin oder kannst du auch als Erwachsene, wenn du dich konzentrieren möchtest, zwischendurch in den Nacken auftragen, auf die Schläfen, auf die Handgelenke oder einfach so auf den Hals. Am besten auch nochmal inhalieren. Und dann bin ich gespannt auf deine Erfahrungen bezogen auf die Konzentration, auf die innere Ruhe und Zentriertheit. Und eine zweite Mischung, die ich mit dir teilen möchte, ist die sogenannte Tiefschlaf
Mischung. Die enthält 45 Tropfen Vetiver, 20 Tropfen Zedernholz oder Sandelholz und 15 Tropfen Ylang Ylang. Die kannst du auch mit V6 auffüllen auf 10 Milliliter, 10, 15 Milliliter, je nachdem, welches Verhältnis du gerne hast. Du kannst es auch pur nehmen natürlich. Und pur würde ich es dann verdunsten im Diffuser vorm Schlafengehen. Das würde ich nicht mit V6 machen. Du kannst auch wieder einen Roll-On machen, das hinter den Nacken, hinter die Ohren, auf die Handgelenke auftragen und vor allem lang inhalieren. Im Pflanzenseelenbuch stand übrigens auch, dass wir Vetiver wirklich ausführlich in aller Ruhe inhalieren sollen, um die tiefe Wirkung erfahren zu können. Ja, oder auch eine Massage mit dieser Tiefschlafmischung. Wenn du immer mal Probleme hast, in guten Schlaf zu kommen, probier das gerne aus. Ja, wir schauen weiter. Übrigens, die Rezepte stelle ich unter das Video. Nochmal die Neuroaurikulartechnik, wenn du da reinschnuppern möchtest, stelle ich auch unter das Video, dass du das findest als Links. Bei 350 PV gibt es Common Sense. Common Sense, was heißt das? Common, gewöhnlich, normal, Sense, Sinn oder auch, auf Deutsch wird gesagt, gesunder Menschenverstand, gesunder Hausverstand. Diese Ölmischung hat Gary Young tatsächlich exquisit für die Young Living Distributoren, also für uns Öle-Liebende gemacht, zu denen viele feine Menschen kommen, die aber auch mit so manchen Themen im Alltag sehr herausgefordert sind. Entscheidungen, ich sag jetzt mal die normale, gröbere Welt, wo es manchmal einfach wirklich diese Herausforderung gibt, was mache ich jetzt am besten, wie komme ich hier klar und zurecht, kann gut entscheiden, kann mit Klarheit und Scharfsinn durch den Tag gehen. Und dafür ist Common Sense. Common Sense hilft dir, dass du Klarheit hast, dass du auch im Fokus bist und in Vertrauen und Ruhe unterscheiden kannst und entscheiden kannst. Und da möchte ich wieder auf die einzelnen Öle eingehen, die wir in Common Sense haben. Zum einen haben wir Weihrauch, was wiederum den Geist öffnet, die Klarheit, die innere Angebundenheit und auch die richtige innere Programmierung. Ylang Ylang wieder zum Ausgleich, zur Öffnung nach oben. Ocotea aus Ecuador ist sehr wertvoll beim Umgang mit Stress und schwierigen Situationen. Und da kommen wir jetzt auch noch zu weiteren Ölen. Wir haben auch die Weinraute enthalten. Die Weinraute kennst du aus Ruta Vala. Und wir haben sie inzwischen auch als Einzelöl, Raute oder RUE, sowie französisch Straße, Rue. Das ist die Weinraute, die ganz intensiv beruhigend auf den Geist und auf die Nervenzentren wirken. Das heißt, hier ist ein Öl da, was uns von dieser Überspannung ich darf erstmal loslassen, alles darf ausgeglichen werden. Wir kommen aus diesem Kämpfen- oder Fliehen-Modus raus in Ich Bin. Und aus diesem Ich Bin, aus diesem Seinszustand, haben wir die innere Anbindung, um klar zu sein, um geistig fit zu sein, um auch die Energie zu haben, die Frische zu haben und positiv und motiviert ins Leben zu gehen. Und zu dem Stichpunkt positiv und motiviert ist die Limette mit enthalten. Limette ist natürlich ein Öl für Lebensfreude, für positive Gefühle, Glücksgefühle. Und wir haben noch die Goldrute und Dorado Azul. Das sind auch zwei weitere Öle aus Ecuador. Die sind wiederum reinigend und befreiend. Also die putzen so ein bisschen unsere Organe durch, Leber, Niere, Harn, dass dort alles heil und wohlig ist. Das ist das Common Sense. Es enthält kein fettes Öl. Du kannst es super in den Diffuser geben. Es wird dort sehr, sehr gut auf dein Unterbewusstsein wirken. Für manche ist es eine Herausforderung, weil die Weinraute so intensiv riecht, durchaus auch die anderen Ecuador-Öle auf eine andere Art und Weise. Mein Tipp ist, riech dich da mal durch, riech dich mit diesem Öl in die Tiefe.
Du kannst es auch gut auf die Handgelenke auftragen, wieder hinter die Ohren, in den Nacken. Und aber auch wenn du merkst, Moment, ich habe jetzt eine Situation, ich fühle mich überfordert, ich fühle mich überrannt möglicherweise, das ist mir alles zu viel oder ich kann mich nicht entscheiden, ich weiß einfach nicht, was jetzt gerade das Beste ist. Setz dich hin oder nimm ein Bad mit einem Emulgator zusammen, mit Common Sense. Lass erstmal komplett los und schau, was dann in dir aufsteigt. Ja, apropos aufsteigen, wir kommen jetzt zum letzten Öl, was wir in der Aktion haben. Nachdem wir bei 400 PV gratis versandt haben, gibt es bei 450 PV die Ölmischung Wings. Wings wie Schwingen. Und dieses Öl gab es neu letztes Jahr bei der Convention in Spanien. Und da gab es die Kombination Roots and Wings, also Wurzeln, gut geerdet zu sein und gleichzeitig unsere Flügel auszufahren und uns zu weiten und dass alles möglich ist, dass wir uns entfalten können. Und dieses Öl ist das Öl zum Entfalten, zum Freisein, dass alles möglich ist, dass wir offenen Herzens in die Vision eintauchen. Da möchte ich auch mit dir teilen, was wir in Rings für Öle haben. Das sind wirklich, wirklich wunderschöne Öle. Wieder blütige Öle, also duftende Öle, Ylang Ylang, Geranie, Rose, Melisse. Melisse und Rose sind die beiden wertvollsten Öle, die wir so einzeln bekommen können. Melisse ist sehr reinigend, also so reinigend im geistigen Sinne. Es gibt totale geistige Klarheit, putzt das Herz, stärkt unser Herz auf allen Ebenen. Wir haben positive Zitrusöle, Orange und Mandarine. Wir haben reinigend und ich sage jetzt mal durchputzend, regulierend Angelika. Angelika heißt nicht nur das Öl der Engel, sondern hat auch die Fähigkeit, uns vor, also unsere Zellerinnerung vor, ich sage jetzt mal Verletzungen, Problemen, welcher Art auch immer zu bringen, dass wir wieder in unseren Ursprungszustand kommen. Und die deutsche Kamille haben wir, die ja auch sehr reinigend auf allen Ebenen ist. Und es sind Bäume dabei, zum einen die Zirbeldrüse stimulieren, das heiliger Sandelholz und heiliger Weihrauch, heiliges Sandelholz. Und die Blaufichte und die Schwarzfichte, die total in die eigene Kraft und Mitte und eine ganz hohe Schwingung bringen. Und Myrrhe, was flexibel für die Welt und für das, was dran ist und was wir spüren, macht. Das ist das Öl Wings, was es nicht einzeln zu kaufen gibt, sondern tatsächlich jetzt hier bei der Monatsaktion, wenn du für 450 PV bestellst. Da vielleicht auch nochmal den Tipp, das kann gut sein, dass du auch schon an Weihnachten denkst und den Herbstkatalog durchschaust und da dann doch das ein oder andere noch dazu nimmst und auf eine höhere Bestellmenge kommst. Spür einfach rein, was da richtig für dich ist. Ja, zum Abschluss heute noch zwei Einblicke in den Herbstkatalog. Das eine ist, dass wir Envision als Öl wieder haben und dort bestellen können. Envisionieren. Für mich ein sehr wohlduftendes, helles Öl, was ich total gerne hier auf den, die Stirnmitte auftrage und zum Inhalieren für die Meditation verwende. Es ist für mich einfach sehr lichtvoll, klar und vom Duft unglaublich wohlig. Und großartig, wir haben die Animal Sense Salbe neu. Hier habe ich sie noch in der Ursprungsverpackung, wie ich sie damals aus Amerika mitgebracht habe. Das ist eine dicke Salbe. Sie neigt sich dem Ende zu. Und diese Salbe ist eben für Tiere, für Verletzungen, wann auch immer man da was auftragen möchte, mit sehr, sehr vielen Ölen drin. Zum einen, sag ich mal, für die schöne Haut, auch wenn da mal was passiert ist, zum Schutz, zur Reinigung, aber auch zum guten Zusammenwachsen und gesunden Sein.
Diese Salbe verwende ich für mich genauso. Das ist einfach ein großer Pott für Tiere, für Pferde und so weiter, den man gut verwenden kann. Ich habe die schon ganz viel auf mein Knie, also wann immer ich auch eine Salbe zum Drübergeben brauchte, auch immer mitverwendet, adäquat parallel zur Rosensalbe. Ich finde die beide total gut, habe jetzt auch viel die Rosensalbe verwendet. Das ist aber genau auch so eine Salbe, die man da hervorragend nehmen kann. Also sie ist gedacht für Tiere, aber ich habe sie auch meinen Eltern geschickt. Die können nicht so gut Englisch. Nee, dann habe ich gesagt, steht zwar drauf, aber verwendet sie, sie ist einfach mega toll. Also für mich eine ganz, ganz tolle Salbe, wenn wir diese salbige Konsistenz haben wollen. Ja, das war's. Ich verlinke alles unter dem Video, was ich erwähnt habe. Wenn ich was vergessen habe, frag gerne nochmal nach. Komm gut in den Herbst, genieß die tiefstehende Sonne, den Duft, den wir draußen haben, und spüre wirklich rein, was du brauchst, was dir gut tut. Weniger ist mehr. Vielleicht ist es die Meditation mit dem Sarah oder auch etwas total anderes. Bis zum nächsten Video. Es kann gut sein, dass ich jetzt nochmal zwischendurch zum Herbstkatalog ein Video mache. Dann schau einfach auf YouTube oder du kannst dich auch in meine E-Mail-Liste eintragen, damit ich dir per Mail Bescheid gebe, wenn ein neues Video fertig ist. Ich sende dir liebe Grüße. Mathilde Helm.